Hallo meine Lieben und willkommen bei Pilos magische Welt. Heute mal aus einer anderen Perspektive und zwar von meinem Schreibtisch. Yay! Und zwar wollte ich mit euch diesen schönen College-Blog, der in dem Format DIN A5 ist, verschönern oder neu gestalten. Und zwar, individuell gestalten und zwar vielleicht so oder auch so. Also ich habe hier buntes Designpapier rausgesucht und Washi-Tape und Sticker und ja, lass mir mal der Kreativität freien Lauf. Und zwar habe ich mir das Ganze überlegt, und zwar jeder kennt vielleicht dieses Problem. Also ich liebe Notizbücher über alles. Ich habe auch massig an Notizbüchern immer gehabt und ich habe auch noch ein paar Notizbücher, die noch im Gebrauch sind. Aber ich habe festgestellt, dass ich am liebsten in solchen einfachen College-Blöcken schreibe. Und ich finde dieses Format DIN A5 am sinnvollsten oder am einfachsten zur Hand haben, weil man es auch einfach mal in die Handtasche stecken kann oder ja gut zu beschriften ist. Und sie sind kariert. Man kann einfach mal eine Seite hinausreißen, ohne dass es Konsequenzen hat, dass man, wenn es Angst haben muss, wenn das es gebunden ist und gleich das ganze Büchlein kaputt geht. Und ja, ich dachte mir, wenn man es dann auch noch schön gestalten kann, oder wenn man es schön gestaltet, dann hat man gleich mehr Freude, ja, da hineinzuschreiben. Also so geht es mir jedenfalls. Und das hier sind zwei Beispiele, die ich habe. Also das hier ist jetzt ein Büchlein, was ich täglich in Gebrauch habe. Deswegen ist es auch schon ein bisschen, ja, abgenutzt. Also das habe ich schon ein bisschen in Gebrauch, sagen wir es mal so, seit längerem. Ja, ihr seht, also es hält. Also das hier sind jetzt Sticker, die auch ein bisschen, das sind so, ich weiß gar nicht gerade, ich komme gerade gar nicht auf den Namen. Die sind auf jeden Fall ein bisschen, ja, dicker, so aufgepusht, sagen wir mal so. Und wenn ich die einfach nur mit dem normalen Kleber, der die Sticker hat, draufgeklebt hätte, hätte das nicht gehalten. Dafür habe ich aber noch so einen Extra-Kleber und dann hält das komplett. Also ich packe das Heft einfach so in meine Tasche rein und das hält dann alles aus. Ja. Und so habe ich das dann auch mit diesem Heft gehandhabt. Das hier habe ich jetzt letztens, also die Tage erst gemacht und ja, da dachte ich, hey, hätte ich euch auch gleich mitnehmen können. Und da dachte ich, ja, dann filme ich euch das nächste Büchlein ab. Und hier innen drin gestalte ich mir das dann auch gleich mit, die Seite. Mache ich mir hier immer mit Washi-Tape kleine Notizzettel vorne rein. Dann habe ich hier immer meine Notizen, die ich dann individuell hier austauschen kann. Und hier hinten genau das Gleiche. Also hier habe ich dann, verziere ich mir das mal schön mit Stickern. Und ja. Fangen wir dann mal an. So, ich habe mir für dieses Heftchen, also dann habe ich schon mal vorbereitet, habe ich gedacht, benutze ich dieses Designpapier. Das kann man überall kaufen. Ich weiß gar nicht gerade, woher ich das hier habe. Das passt hier auch perfekt drauf. Also auch direkt im DIN A5-Format. Das ist jetzt auch verschiedenes. Ich mag es, also ihr könnt es halt, wie ihr seht, könnt ihr es auch verschieden gestalten. Bei meinem letzten habe ich das auch komplett unterschiedlich gestaltet.
Das hier werde ich jetzt ganz gleich gestalten. Ich werde vorne und hinten das gestreift nehmen und innen werde ich dann die Innenseite werde ich dann dieses Karo-Muster nehmen. Und damit das Ganze hält, habe ich hier schon vorbereitet doppelseitiges Klebeband mir zurechtgelegt. Damit werde ich das einmal hier drumherum bekleben. Und ja, damit fange ich jetzt erstmal an. Ich werde euch das jetzt einfach einmal bei einem Beispiel zeigen und ja, fangen wir mal an. Also ganz einfach beklebe ich das hier einmal drumherum. Es muss nicht sauber sein, also dadurch, dass wir das anschließend einmal mit Washi-Tape wieder vernünftig machen, wird man das auch gar nicht sehen. Das geht einfach nur darum, sollte sich mal das Washi-Tape lösen, dass das einfach alles vernünftig beklebt ist, weil ihr wisst ja, Washi-Tape ist einfach nur ein Papierklebeband, um das Ganze mal zu übersetzen. Und es löst sich einfach so wieder ab. Man kann das so wieder abnehmen und ja. Aber das doppelseitige Klebeband hält. Und deswegen mache ich das einmal rundherum und dann klebe ich das hier komplett einfach drauf. Das mache ich aber erst, wenn ich dann alle vier, also ich beklebe dann erst alle vier und beklebe dann mache das alles Schritt für Schritt. Aber jetzt mache ich erstmal auf Pause, damit das Video nicht allzu lange dauert. Also, wir sehen uns dann gleich wieder. So, da bin ich wieder. Also, wenn ihr dann hier alles beklebt habt, könnt ihr, wie gesagt, das hier dann einfach abziehen, das doppelseitige Klebeband. Ich mache das jetzt einfach mal. Damit ihr seht, was ich meine. Und dann klebt ihr das einfach hier drauf. Also auch einfach diese Löcher einfach überkleben. Damit man das einfach anschließend, wie zum Beispiel bei diesem Beispiel, diese ganzen Löcher, die man hier hat normalerweise, dann nicht mehr sieht. Also hier auf der einen Seite sieht man sie noch und hier sieht man sie jetzt nicht mehr. Sieht dann einfach ordentlicher aus. Man hat eine saubere Kante. Und dann nehmt ihr das auf der anderen Seite, das Karo-Muster und macht das Gleiche. Ihr zieht das doppelseitige Klebeband ab. Also ein ganz leichtes Prinzip im Prinzip. Ist nicht schweres, also sich Designpapier rauszusuchen, was zueinander passt, was einem gefällt. Und das dann einfach mit doppelseitigem Klebeband bekleben. Dann hier umdrehen. Ihr müsst dann natürlich darauf achten, dass ihr dass die Kanten dann zueinander passen und abschließen. Und schwupps, ist es schon fertig, die erste Seite. Und was ich dann vorhin gesagt habe mit dem Washi-Tape, also ich habe mir jetzt hier zwei verschiedene Washi-Tapes ausgesucht, die zu meinem Designpapier passen. Das eine wollte ich senkrecht kleben.
Ich habe mir auch schon überlegt, wie. Das klebe ich jetzt auch direkt schon. Da schneide ich hier. Also wenn ihr jetzt eins habt, natürlich jetzt ein schlichtes habt. Also ich habe zum Beispiel, das sind jetzt hier Herzen, die, zeige euch das in der Kamera, die alle runtergehen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein schlichtes habt, wie dieses Lilane, was ein wiederkehrendes Muster ist, dann könnt ihr das einfach drum wickeln. Oder wenn, das ist dann natürlich einfacher. Ich habe jetzt nur die Herzen, die ich lieber nehmen wollte als das Lilane. Und weil ich das einfach schöner fand in diesem Fall. Und dadurch, ja, zumindest auf dieser Seite. Ich glaube, auch für die andere Seite nehme ich sogar ein anderes. Muss ich mal kurz überlegen. Ihr könnt natürlich die Seiten auch unterschiedlich gestalten. Ja, genau. Für die andere Seite nehme ich jetzt Schmetterlinge. Habe ich gerade so spontan entschieden. Also die Seite ziemlich offen. Also ich habe hier auch, ich hatte mir vorher, also bevor ich angefangen habe zu drehen, also ich habe hier ziemlich viele Washi-Tapes liegen, die ich mir vorher zurechtgelegt habe, damit ich einfach spontan sein kann und meiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Einfach um spontan zu sein und jetzt, wo ich zum Beispiel die Schmetterlinge sehe, da gefällt mir das überhaupt nicht. Also ich roll sie jetzt wieder drauf. Nee. Gefällt mir nicht. Kann zum Beispiel auch passieren, dass man es dranhält und es sieht super schön aus und dann rollt man es ab und hält es dran und ja, das sieht doof aus. Ich nehme doch die Herzen. Ich glaube, es ist einfach schlichter. Und dadurch, also ich weiß schon, was ich damit machen werde. Also ich wollte, gerade dieses Buch ist halt dafür, wird für mich zumindest dafür da sein, ich möchte gerne auf Weltreise gehen. Ich weiß noch nicht genau wann oder wie oder das werdet ihr dann alles erfahren. Jedenfalls, wird es dann ja dazu dienen für die ganzen Vorbereitungen, was brauche ich alles, wohin möchte ich gehen, wie sieht die Finanzierung aus dort, wie viel Geld brauche ich dort zum Leben, wie viel spare ich vorher und all solche Dinge. Also und um das einfach für mich besser festhalten zu können, dachte ich, mache ich ja, ein separates Büchlein. Um das nicht auch noch in meinen anderen Notizen festzuhalten, weil momentan halte ich das halt mit meinen anderen Notizen auch noch fest. Ach genau, und wenn ihr natürlich ein breiteres Band habt, habt ihr an dieser Abschlusskante den Vorteil, um dann eine schöne Kante zu haben, dass ihr das dann hier einfach umdrehen könnt. So, oder nicht umdrehen, sondern umknicken könnt. Müsst dann natürlich ein bisschen sauber arbeiten, ein bisschen hier das hochschieben, damit das eine schöne, saubere Kante wird. So mache ich das jedenfalls immer. Ja. Und dann das gleiche dann hier oben noch mal. Damit alles schön sauber ist. Oder schön sauber wird.
Und hier unten nochmal. Der Vorteil ist, dass das dann alles schön bündig und ordentlich aussieht. Dass nichts übersteht. Zumindest meine Erfahrung. Und bisher, also bei meinem alten Büchlein, also das hier ist nicht mein erstes, hat sich auch bisher nie so richtig das Washi-Tape gelöst. Also ihr seht hier so ein bisschen hat sich das Washi-Tape gelöst. Aber ich nehme es halt auch wirklich überall mit hin und ja, es ist nun mal einfach nur Papiertape. Man darf es halt auch nicht unterschätzen. Ne? Es ist und dafür finde ich, hält es echt gut. Also ich bin super zufrieden damit. So. Und dann habt ihr auch schon die Frontseite soweit fertig. Also es ist, dann geht es halt weiter nur ans Dekorieren, also wie man es halt gerne möchte. Also ich habe mir hier zum Beispiel solche Sticker, die man halt überall kaufen kann. Die hatte ich jetzt persönlich von Teddy gekauft, also für 1 Euro kriegt man die überall. Ja, und dann kann man, wie gesagt, dekorieren. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie intensiv die Klebekraft ist. Ich persönlich verstärke die Klebekraft immer nochmal ein bisschen. Und wenn es nur so ein paar Kleckse sind mit diesem Kleber. Also das hier ist jetzt der Elefantenkleber. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwem was sagt. Und ihr könnt das natürlich ganz frei so gestalten, wie ihr das gerne möchtet. Ne? Da ist eher Kreativität keinerlei Grenzen gesetzt. Also wie gesagt, ihr könnt es ein bisschen ruhiger gestalten. Also hier habe ich mehr ein extremeres Designpapier ausgewählt und dann habe ich so ein goldenes Washi-Tape oder ich weiß nicht mehr, also dass ihr da das kein Papiertape ist, weiß ich gar nicht, ob es dann tatsächlich Washi-Tape ist, Klebeband, goldenes Klebeband benutzt und dann einfach hier nur so ein paar Schmetterlingssticker und Blumensticker benutzt. Ja, ich wollte das ein wenig schlichter halten. Dieses hier wollte ich jetzt ein bisschen, ja, ich würde jetzt nicht sagen extremer, aber ich wollte es schon ein bisschen bunter, farbenfroher. Ja, ich sollte schon sagen, so, hallo, hier bin ich und ich freue mich auf die Weltreise. Sagen, so dass ich einfach so ein bisschen, ja, auch Vorfreude bekomme. Ja. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist ja der ein oder andere schon mal auf einer Weltreise gewesen oder ist gerade unterwegs. Also vielleicht habt ihr ja Lust dazu, was zu schreiben oder ja. Macht mal. Sonst, wie schaut es aus? Also gestaltet ihr auch eure Büchlein selber oder kauft ihr lieber fertige Notizbücher? Schreibt ihr auch gerne eure Sachen auf? Oder benutzt ihr einfach dafür eure Handys, also irgendwelche Apps? Seid ihr altmodisch? Also ich persönlich brauche das zum Beispiel oft auch, dass ich einfach meine Sachen aufschreibe. Also alles, was mir so durch den Kopf geht, einfach
um den Kopf auch frei zu bekommen und wenn es einfach nur so stichpunktartig ist. Also so geht's mir persönlich. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie manche Menschen das alles nur in ihrem Handy eintippen. Das ist, weiß nicht, das, davor graust es mich ein wenig so. Weil ich liebe es, dann mit bunten Stiften zu schreiben. Also ich habe auch so ganz viele Stifte so von Stabilo. Ja. Ich liebe das einfach. So viel dazu. Ja, ich werde das hier jetzt einfach noch ein bisschen dekorieren und euch dann gleich nochmal das Endergebnis in Anführungsstrichen zeigen und mach nochmal ein bisschen auf Pause, weil ich denke, sonst würde das Video einfach zu lange dauern. Dann sehen wir uns gleich nochmal. So, hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Also, ja, ich, meines Erachtens nach habe ich es, ja, in Anführungsstrichen, fertig dekoriert. Ja, ein bisschen wird noch dazukommen, denke ich mal. Also, beziehungsweise nicht von außen, sondern eher von innen. Werde ich es weiter dekorieren, aber, ja, jetzt erstmal werde ich es so lassen. Ja, dann zeige ich es euch mal. So sieht es von vorne aus. Also hier steht Have a nice day. Und dann habe ich hier unten noch mal ein bisschen mit Washi-Tape. Dann sind hier noch ein paar kleine Sticker. Ja, hier vorne hatte ich also nicht mehr so viel gemacht. Ja, wenn man es aufklappt, habe ich hier auch so einen, ja, ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Ja, das muss man so drauf schaben und dann ist das hier so fest wie so eine Art Tattoo oder sowas. Und dort steht hier Best Day Ever. Und dann habe ich hier einfach nur ein bisschen mit Washi-Tape. Also wie gesagt, hier vorne halte ich das immer relativ schlicht, weil ich hier immer Notizen festhalte, wichtige, die immer wieder variieren, die ich dann mit